Was jetzt vielleicht an der Stelle ganz interessant ist zu sehen, ist die Frage, warte mal, also wenn sich jemand hinsetzen muss und sozusagen mit dem Code ausprobieren muss, an eine bestimmte Lücke, an einen bestimmten Fehler zu kommen, dann ist das doch eigentlich relativ sicher. Ja, wenn wir uns angucken, ich habe ja vorhin gesagt, wenn man den Quellcode nicht bekommt, dann gibt es nur einen Weg herauszufinden, wie die Software funktioniert, nämlich Reverse Engineering. Man sticht und piekst sie halt an verschiedenen Stellen und guckt, was rauskommt. Und daraus, aus dem, was man reingepackt hat und dem, was rauskommt, kann man halt Rückschlüsse treffen, was zwischendrin passiert ist quasi. Und wenn ich die Software jetzt keinem gebe, dann kann auch keiner Fehler finden. Und wenn ich den Quellcode, also diese höhere Programmiersprache, von der wir eben gesprochen haben, auch nicht verrate, sondern nur den Binärcode quasi öffentlich stelle, zum Beispiel bei einem Betriebssystem, dann müssen die Leute ja erst Reverse Engineering betreiben, um Fehler zu finden. Und wenn sie dann diese Fehler gefunden haben, dann sind sie erst dran, das Programm zu hacken. Während wenn jetzt jemand in Open Source sagt, hey, ich gebe euch mein Betriebssystem, ja, also zum Beispiel Linux ist so ein Betriebssystem, das steht frei und kostenlos zur Verfügung und es wird auch der Quellcode, also der absolut menschenlesbare, in Anführungszeichen, menschenlesbare Code wird zur Verfügung gestellt und jeder darf ihn nachlesen und für seine eigenen Bedürfnisse kann er ihn auch ändern. Ja, das ist, wie man ein Auto als zusammengebauten Bausatz bekommt und dann kann man sich einzelne Bauteile rausnehmen und andere Bauteile reinstecken, wenn man möchte. Und weil man auch einen kompletten Blueprint, ja, also eine komplette schematische Zeichnung von dem Auto bekommt mit der Bezeichnung aller Bauteile und ihrer Funktionen, kann man auch gleichzeitig herausfinden, wie das Auto funktioniert und es so ein bisschen frisieren, ja, oder eben Fehler im Auto finden. Und wenn jemand anders das Auto hat, dann weiß man die Fehler von seinem eigenen, aber auch von dem anderen, der dasselbe Auto hat. So ist beim Betriebssystem Linux zum Beispiel auch so, wenn jetzt jemand in den Open Source, in den Quellcode quasi, der offen zur Verfügung gestellt wird, deswegen auch Open Source, ne, Quellcode, Source für Quellcode, und Open für offen, das heißt, der Quellcode wird offengelegt und mit dem Programm zusammen quasi geliefert. Und wenn jetzt jeder da einfach reingucken kann, dann kann ja auch jeder Fehler finden. Und da entsteht so ein Spannungsfeld und wir gucken uns das mal an. Ja? Also wir haben bei Open Source haben wir das Problem, dass jeder den Code sehen kann und damit jeder leichter nach einem Fehler, also leichter einen Fehler finden kann, wenn er ihn sucht. Auf der anderen Seite haben wir bei Closed Source die Situation, dass keiner den Code, den Quellcode kennt, ne? diese Menschensprache, sondern wenn dann überhaupt nur den binären Code. Jetzt kommt man aber zu einer Situation, wo man sagt, okay, das stimmt, das ist so richtig, aber man muss auch bedenken, dass wenn ich jetzt zum Beispiel das Betriebssystem Linux habe, dann haben ganz, ganz viele Leute sich diesen Quellcode auch angeschaut. Ja, und nicht nur die fiesen Schubler, die niemandem was verraten, wenn sie einen Fehler finden, sondern auch Leute, die an der Sicherheit von Linux interessiert sind, haben die Chance gehabt, den ganzen Quellcode zu prüfen und vielleicht sogar mit einem mathematischen Verfahren zu unterziehen oder einem automatisierten Verfahren zu unterziehen, das nach Fehlern sucht und zu gucken, ob sie da eventuell einen Fehler finden und den dann veröffentlichen. Und solche Fehler werden auch regelmäßig gefunden und veröffentlicht und dann behoben. Ja, und wie werden die behoben? Naja, also ich installiere das Betriebssystem auf meinem Rechner. Ja, auf meinem Rechner ist dann so ein Linux drauf. Und dann sagt irgendjemand, ey, ich habe in Linux diesen Fehler unter dieser Situation. Da kann man einen bestimmten Fehler in Linux ausbeuten. Und dann wird halt eine Lösung entwickelt, die diese Lücke behebt. Und ausgeliefert. Und dann kann ich quasi diesen ausgelieferten, die Lücke behebenden Code auf meinem Rechner, wo das Betriebssystem installiert ist, installieren. Und das bezeichnet man dann als Patch. Und dann ist diese Lücke halt nicht mehr gegeben. Diese Sicherheitslücke besteht dann nicht mehr. So wie wenn man in einer Decke so ein kleines Loch drin hat, ja, und dann sage ich dem Hersteller Bescheid, meine Decke hat hier so ein Loch und dann schickt er mir ein Stück Stoff, das ich über dieses Loch nähen kann. Oder bügeln am besten, ja, das ist so ein Bügelding. Und dann bügele ich das da einfach drüber und dann ist das Loch weg. Und das bezeichnet man im Englischen als ein Patch, als ein Flicken. Und Linux bekommt dann halt auch von den Programmierern, die an Linux freiwillig und teilweise auch beruflich programmieren inzwischen, die entwickeln dann halt eine Lösung für dieses Problem. Und diese Lösung ist dann frei verfügbar. Und jeder, der guckt, kann halt diesen Patch bekommen, bei sich installieren. Und dann ist das System an dieser Stelle, was die Sicherheit betrifft, nicht mehr lückenhaft. Das bedeutet, selbst wenn jemand also diese Lücke kennt, kann er sie nicht ausnutzen. Aber man muss diesen Patch auch installieren.
Weil andersrum wird auch ein Schuh draus. Wenn ich jetzt also dieses Problem kenne, ich weiß, es gibt eine Sicherheitslücke und ich möchte sie ausnutzen, kann ich mit einiger Sicherheit davon ausgehen, dass es ganz viele Leute gibt, die nicht geguckt haben, ob es neue Patches gibt. Und die Leute, die nicht geguckt haben, ob es neue Patches gibt, die werden dann natürlich ein Interesse daran, die werden dann natürlich nicht davon wissen, dass es diese Lücke gibt und werden diesen Patch dann nicht installiert haben. Und dann wird diese Lücke bei Ihnen weiter bestehen. Also wenn wir sagen, okay, wir haben meinetwegen 100 Linux-Systeme, ja, oder 100% aller Linux-Systeme, da sind vielleicht bei 40% davon werden professionell gewartet. Das heißt, die Leute gucken regelmäßig nach Sicherheitslücken, die gepatcht werden müssen und patchen die dann. Okay, 40% von 100%, da können wir schon mal ausgehen, die sind safe. Ja. Und dann kommen nochmal so 20%, die sehr sorgfältig gewartet werden und da werden die Lücken auch weggepatcht. Ja, auch sicher innerhalb der ersten Woche, wo so ein Patch angekündigt und kommuniziert wird und zur Verfügung gestellt wird, sagen wir jetzt mal einfach so behauptet, 60% der Leute, 60% der Systeme werden sofort gesichert. Okay, aber dann bleiben ja immer noch 40%. Ja, und das sind vielleicht privat betriebene Systeme oder auch in einem wirtschaftlichen Umfeld, ja, im Business-Bereich betriebene Systeme, die nicht gut gewartet werden und da ist der Patch dann nicht installiert. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo alle davon wissen, dass es diese Sicherheitslücke gibt, aber diese 40%, die also alle davon wissen könnten, das in Erfahrung bringen könnten, ne, die 40% werden das vielleicht nicht wissen und die haben diesen Patch nicht installiert und jetzt kann jemand herkommen und sagen, okay, mir reicht es eigentlich, diese 40% zu erwischen. Ja, wenn die den Patch nicht installiert haben und es gibt diese Lücke, von der ich jetzt weiß, bei denen immer noch, dann kann ich das ausbeuten. Und wenn ich jetzt versuche, 100% der Rechner, der Linux-Rechner, die es gibt, anzugreifen, dann werde ich bei 40% Erfolg haben. Und das ist sozusagen die Gefahr, wo gesagt wird, okay, das ist ein Problem, ne? Weil bei Open-Source-Software, da ist dieser Fehler ja dann bekannt. Alle wissen davon und wenn mal einer nicht guckt und das nicht mitbekommt, dann ist sein System kompromittiert oder jedenfalls kompromittierbar, also angreifbar. Auf der anderen Seite bei Closed Source ist das Konzept Security through Obscurity. Ja? Security through Obscurity. Und das bedeutet, weil ich meinen Quellcode nicht verrate, kann niemand nach dem Fehler suchen. Und wenn niemand nach dem Fehler suchen kann, kann ihn auch niemand veröffentlichen. Und wenn niemand den Fehler veröffentlicht, dann wissen auch die Bösen nicht davon. Jetzt ist das Problem, wenn niemand den Fehler veröffentlicht, dann weiß auch keiner, dass es den Fehler gibt. Dann gibt es auch niemanden, der ihn beheben kann. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt eine Software entwickelt mit meinen 5 Programmierern und die Software findet weite Verbreitung und jetzt kommt ein Böser, ja, jetzt kommt jemand und betreibt Reverse Engineering an meiner Software, weil den Quellcode habe ich ja niemandem verraten und der findet einen Fehler. Dann hat meine Software diesen Fehler, aber ich und meine 5 Programmierer, wir wissen nichts davon. Und wenn der Typ, der diesen Fehler, oder wenn sozusagen dieser Hacker, der den Fehler gefunden hat durch Reverse Engineering, den Fehler nicht veröffentlicht, dann erfahren auch meine ganzen Nutzer nichts davon. Und wenn jetzt meine Nutzer nichts von dem Fehler wissen und ich nichts von dem Fehler weiß, dann sind wir in einer Situation, wo es einem kleinen Kreis von Leuten bekannt ist, dass es diesen Fehler gibt, aber den Leuten, die die Software nutzen, nicht. Das heißt, sie können keine Vorkehrungen treffen, wie zum Beispiel die Software ersetzen, weil sie nicht wissen, dass es eine Lücke gibt. Und mir und meinen Programmierern als Entwickler dieser Software ist das auch nicht bekannt. Das heißt, ich werde jetzt auch nichts unternehmen können. Ich werde jetzt also weder diese Lücke schließen, weil ich von ihr nichts weiß. Und ich werde auch meinen Nutzern nicht Bescheid sagen können, ey Leute, es gibt hier eine Lücke, wartet bitte, bis ich die Lücke behoben habe oder macht bitte benutzt bitte folgenden Workaround, also folgende Notlösung, um sozusagen zu verhindern, dass diese Lücke ausgenutzt wird, weil ich nichts davon weiß. Also ich als Entwickler weiß nichts davon und kann niemanden warnen und die Nutzer wissen auch nichts davon und können keine Vorkehrungen treffen. In so einer Situation spricht man von einem Zero Day. Ja, während vielleicht bei Open Source, vielleicht relativ schnell jemand sagt, oh mein Gott, Leute, es gibt einen Fehler, dann ist das quasi Day 1 der Entdeckung des Fehlers und dann kommt irgendwann Day 40 oder Day 14 oder Day 3, je nachdem, wie dramatisch die Software ist und wie gut ausgestattet der Entwickler ist. Und dann kommt irgendwann Day 3, wo gesagt wird, okay, Fehler ist behoben, hier ist der Patch, haut das alle drauf.
Na, und hier in dieser Situation, da haben wir Day Zero, weil bis jetzt außer diesem kleinen konspirativen Kreis niemand davon weiß, dass es den Fehler gibt. Und das macht den Zero Day zu so einer mächtigen Waffe. Zu dem Begriff Waffe kommen wir später noch. Aber das macht den Zero Day zu so einer mächtigen Möglichkeit, um Computer und Systeme zu hacken und Kontrolle zu gewinnen über die Systeme. Deswegen sind Zero Days auch so gefährlich, ja, weil der Entwickler nichts davon weiß, um das zu beheben, und die Nutzer nichts davon wissen, um Vorkehrungen zu treffen. Und das macht Closed Source sehr anfällig. Und deswegen Security through Obscurity, Sicherheit durch Verdecktheit. Ja, so wie ich versuchen kann, Sicherheit zu gewinnen, indem ich mich vor einem herannahenden Auto hinter einem Busch verstecke, dann kann mich das Auto zwar nicht sehen, aber der Busch wird mich vor dem eigentlichen Aufprall nicht schützen. Während wenn ich mich hinter einer Betonmauer verstecke, dann ist die Sicherheit, dann bin ich vielleicht nicht nur unsichtbar, sondern die Sicherheit ist auch durch die Mauer an sich gegeben. Und dann ist es Security through Hardness quasi. Ne? Durch die Härte der Mauer bin ich sicher. Während ein Busch mich nur versteckt, aber mich nicht beschützt, wenn es hart auf hart kommt. Ja, und deswegen gibt es hier ein Spannungsfeld, wo gesagt wird, okay, bei Open Source habe ich sehr viele Leute, die vielleicht ein Interesse daran haben, Fehler zu entdecken und aufzudecken. Bei Closed Source habe ich wenig Leute, die überhaupt die Möglichkeit haben. Und dann stellt sich die Frage nach dem Interesse. Genau. Und bei Open Source habe ich den Vorteil, dass ich die Software nicht nur kostenlos bekomme oder unter einer bestimmten Lizenz jedenfalls, die jedenfalls vielleicht keine Kosten nach sich zieht. Linux zum Beispiel ist kostenfrei, sondern ich kann die Software auch noch ändern. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine sehr große Firma habe und ich sage, hey, ich habe hier jetzt Linux installiert, das hat bestimmte Funktionen nicht, die ich bräuchte, dann kann ich sie vielleicht durch Inhouse-Entwickler, also Programmierer, die in meiner Firma angestellt sind, verbessern lassen, erweitern lassen und meine nötigen Funktionen einbauen lassen. Genau. Bei Closed Source ist es so, dass keiner eingreifen kann. Na, also wenn jetzt Nuri Software mit seinen 5 Entwicklern produziert wird und jetzt wird ein Fehler bekannt und Nuri hat keinen Bock, was zu machen, dann wird es auch denjenigen, die die Software benutzen, nicht leicht fallen, die Software so anzupassen, dass dieser Fehler weg ist, dass diese Sicherheitslücke weg ist. Während bei Open Source Software gibt es vielleicht keinen, der diese Lücke wieder schließen kann, ja, aber sie ist jedenfalls bekannt, der Mechanismus ist bekannt und wie man in die Software eingreift, ist auch bekannt. Das heißt, im Zweifel, wenn ich auf diese Software angewiesen bin, kann ich sie durch ein eigenes Team verbessern lassen und sozusagen diese Lücke schließen lassen. Ja, das heißt aber auch Do-it-yourself. Manchmal ist Do-it-yourself nicht ganz so gut, aber das kann ich halt auch selber modulieren als Nutzer dieser Software. Genau. Also wenn der Urheber weg ist, ist die Software trotzdem anpassbar. Wenn es den Hersteller von einem großen, weit verbreiteten Betriebssystem, dessen Quellcode nicht offengelegt ist, nicht mehr gibt, dann kann man die Software auch nicht benutzen. Und wenn es neue Versionen gibt, kann der Hersteller sagen, ich stelle mich mal hier ein bisschen zur Seite, wenn es neue Versionen gibt, dann kann der Hersteller sagen, du, ihr müsst jetzt die neue Version kaufen. Ja, ich stelle mich hier rüber. Ja, dann kann der Hersteller sagen, du, ihr müsst jetzt die neue Version kaufen, weil die alte Version, da ist dieser Sicherheitsfehler drin und den beheben wir jetzt auch nicht mehr. Wir haben keine Lust, den zu beheben. Oder wir haben kein finanzielles Incentive. Es gibt für unser Geschäft, aus geschäftlicher Perspektive gibt es für uns keinen Grund, weil wir kein Geld mehr bekommen. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel Microsoft Windows anschauen, ja, dann gibt es Windows XP, auf dem noch relativ viele Firmen quasi Hardware betreiben mit Windows XP quasi. Und das ist ja, ich will jetzt nicht sagen aus den 80ern, aber ist jedenfalls aus den späten 90ern eine Software, ja, oder frühen 2000ern. Und die ist ja jetzt schon 20 Jahre alt und Microsoft mag damals, ja, vor ungefähr 20 Jahren Geld dafür bekommen haben, dass jemand XP auf seinem Rechner installiert, aber jetzt bekommen sie kein Geld mehr dafür. Jetzt gibt es neue Software, die neue Technologien unterstützt, ne, also Windows 10. Und Windows XP verkaufen sie nicht mehr und sie verdienen auch nicht an den Leuten, die damals Windows XP gekauft und installiert haben. Das bedeutet natürlich auch, dass wenn sie profitabel bleiben wollen und quasi im Business bleiben wollen, ist es für sie wichtig, dass die neue Software, die auch die neue Hardware und die neuen Möglichkeiten unterstützt, verkauft wird, damit sie Revenue Income haben, damit sie Geld bekommen, mit dem sie dann ihre Programmierer bezahlen können, die die neue Software warten und pflegen. Die alte Software ist also nicht mehr attraktiv und eventuell auch tatsächlich nicht wirtschaftlich zu pflegen.
Andererseits, wenn ich mir jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, einen Betreiber von öffentlich-privatem Nahverkehr anschaue und die haben in einer Stadt irgendwie 5000 Automaten, die, also Fahrkartenautomaten, die auf Windows XP basieren und die wollen jetzt ein neues Windows kaufen, dann stellt sich raus, dass Windows 10 zum Beispiel gar nicht mehr auf den Computern läuft, die in diesen Automaten drin sind. Aber was macht man denn da? Dann muss ich mir also Lizenzen für alle 5000 Automaten kaufen und neue Hardware. Also ein neues Mainboard und eine neue Grafikkarte vielleicht noch dazu, die den neuen Touchscreen quasi verarbeiten kann. Da muss ich sehr viel umstellen und es kostet sehr viel. Ich muss nicht nur die neuen Lizenzen kaufen, ich muss die neue Hardware kaufen und ich muss die ganzen Geräte alle umrüsten. Während ich eine neue Software vielleicht zentral irgendwie übers Netzwerk auf alle Geräte verteilen kann, kann ich das mit neuer Hardware nicht machen. Und da muss jemand hinkommen, das Ding aufschrauben, die neue Hardware einbauen, das Ding zuschrauben oder erst noch die Software installieren. Vielleicht ist sie auch schon vorher installiert worden, quasi bevor sie eingebaut wurde und bevor die Hardware eingebaut wurde. Und dann muss jedenfalls jemand echt zu jedem einzelnen von diesen 5000 Automaten hinfahren, diese Hardware einbauen. Das kostet ja auch Geld. Nicht nur diese 5000 Mal neue Hardware und vielleicht muss ich noch 200 Mal welche vorhalten, damit ich Ersatzgeräte habe, falls vor Ort was passiert und ich schnell ersetzen kann. Das sind unglaubliche Kosten. Also plötzlich rede ich nicht mehr über Lizenzen im Wert von, sagen wir mal, 30 bis 150, 200 Euro, sondern ich rede auch noch von Hardware im Bereich von mehreren 100 Euro. Und bei 5000 Automaten explodieren die Kosten automatisch. Ja, und wenn wir jetzt an die Deutsche Bahn denken, dann wird es noch schlimmer und noch schwieriger. Und das macht diese Debatte auch zu einer sehr komplizierten Debatte. Und andererseits muss ich aber auch sehen, wenn der Hersteller jetzt keine Patches mehr macht, kann es erstens passieren, dass meine Software irgendwann gar nicht mehr funktioniert, aus welchen Gründen auch immer, ja? Oder dass meine Software angreifbar wird und irgendjemand auf irgendeine Art auf meinen Fahrautomaten, auf meinen Fahrkartenautomaten einwirken kann, sodass der plötzlich irgendwelche Tickets ausspuckt, die er eigentlich nicht hätte ausspucken sollen. Ja? Oder vielleicht kann er auf mein Leitsystem für die Züge Einfluss nehmen oder er kann zum Beispiel die Fahrstandsanzeigen für seine Werbung benutzen, was auch immer. So, das wird halt so ein Problem. Ja, und von so veralteten Systemen, die auch nicht mehr gepflegt werden und wo davon auszugehen ist, dass die Sicherheit von denen kompromittiert wird oder jedenfalls werden muss und wahrscheinlich auch schon wurde, man weiß es nur nicht, da spricht man von Legacy-Systemen. Das sind also Systeme, die sind veraltet, aber die sind noch in Betrieb. Genau, und deswegen entsteht da so eine Debatte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen öffentlich-privates Nahverkehrsunternehmen hätte und ich würde sagen, hey, ich installiere überall Linux und dann kommt eine Lücke, dann kann ich das Linux im Zweifel einfach selber umprogrammieren und zentral die Patches verteilen. Ja, und wenn der Fehler schlimmer wird oder es ein grundsätzliches Problem gibt, habe ich jedenfalls die Wahl zu sagen, okay, ich muss jetzt neue Hardware kaufen, aber ich kann trotzdem immer noch das kostenlose Linux benutzen, das auch Open Source ist, wo ich im Zweifel die Möglichkeit habe, das zu verändern. Oft ist es auch so, dass wenn man als Kunde groß genug ist, natürlich mit so einem Closed Source Hersteller auch verhandeln kann und sagen kann, hey, ich lege dir jetzt mal 50.000 auf den Tisch und du programmierst mir mal einen Patch. Ja, und im Bereich Windows XP ist es auch schon so, dass Microsoft, obwohl die mehrmals angekündigt haben, dass sie jetzt irgendwann aufhören, das zu unterstützen nach 20 Jahren, dass sie trotzdem noch bestimmte Patches geben, weil es auch in ihrem Interesse ist, dass quasi ihr Markenname Windows XP nicht zu einer Virenschleuder verkommt und andererseits natürlich auch es nicht in ihrem Interesse ist, dass Systeme kompromittiert werden. Genau. Und was bei Open Source noch zum Tragen kommt, ist, jeder kann sozusagen diesen Code benutzen. Und dann wird häufig gesagt, naja gut, aber wenn jeder diesen Code benutzen kann, kostenlos, warum sollte sich jemals jemand, der professionell ist, hinsetzen und das programmieren? Ja, warum sollte das so eine Qualität haben? Denn das werden dann Hobbyprogrammierer sein, die sich überlegt haben, dass ein cooler Gag wäre, mal ein eigenes Betriebssystem zu machen. Und mag ja sein, dass sie das programmieren, aber im Kern hilft das ja nicht, weil die Software gar nicht professionell ist. Da muss man aber sagen, na gut, ich habe ja einerseits über diesen Business Case gesprochen, dass man sagt, okay, ich habe jetzt diese Software und ich habe kein Interesse, diese Software zu verkaufen, ich habe nur ein Interesse daran, dass sie besser wird. Ja, und wenn das 3-4 Konzerne machen, dann geht es ganz schnell, dass diese Software eine sehr hohe Qualität entwickelt. Und dann kann man mit so einer Software auch Geld verdienen, wenn man sagt,
Hallo, ich bin zum Beispiel eine Firma, die hat dieses Red Hat Linux programmiert. Ich weiß genau, wie das funktioniert und ich kann alles daran ändern, wenn ich nur möchte. Und ich biete das als Service an, das bei dir zu installieren, liebe Firma. Und wenn du irgendein großes Problem hast, dann gibt es noch einen extra Vertrag obendrauf und dann löse ich dieses Problem auch noch und räume das aus dem Weg. Ja? Und das ist schon ein attraktiver Business Case, sowohl für die Firmen, die sagen, okay, ich habe jetzt keine Inhouse-Entwickler, aber ich möchte schon so einen gewissen Einfluss darauf haben und sicherstellen können, dass das funktioniert. Und deswegen gehe ich so einen Vertrag mit so einem Dienstleister ein. Und für den Dienstleister ist es auch gut, weil der kann, sobald er irgendwelche Probleme hat, die Software einfach anpassen. Genau, und deswegen lohnt sich das auch, so ein System quasi zu entwickeln und dann auch in einem professionellen Setting zu benutzen. Ja, so als Beispiel, bei Netflix zum Beispiel ist es so, dass die mit einem Unix-Derivat, wir sprechen später noch über die Betriebssysteme, dass die mit so einem Unix-Derivat zum Beispiel ihre Server aufsetzen, die dann die Filme verteilen. Und die haben ein extrem großes Interesse daran, dass diese Software professionell gestaltet ist, super funktioniert und extrem belastbar ist, obwohl sie kein Interesse daran haben, unbedingt die zu verkaufen. Also so eine Art Infrastruktur. Wir haben ein großes Interesse an einer schönen Straße, aber kein Interesse mit der Straße selbst Geld zu verdienen. Und dann wird es weiterentwickelt und steht auch anderen zur Verfügung. Und gleichzeitig sichern sie sich aber auch ihre eigene Infrastruktur, sodass es nicht passieren kann, dass irgendjemand kommt und sagt, hey, dein Betriebssystem ist abgelaufen. Du kannst jetzt ein neues haben, dann musst du aber nochmal Gebühren zahlen, weil sonst funktioniert meine Entwicklerbude nicht mehr. Und wenn meine Entwicklerbude nicht mehr funktioniert, dann kriegt deine Software keine Updates mehr. Dann bist du auch in der Tinte. Und das ist sozusagen das Spannungsfeld, in dem man sich dann bewegt. Genau. Bei Closed Source Software ist wiederum so, da kann der Urheber sagen, okay, für mich lohnt es sich, die professionell zu entwickeln, weil ich auch der Einzige bin, der daran verdienen kann. Na? Da habe ich aber dann das Problem, das ist richtig und das bewirkt auch ein sehr professionelles Maß, in dem die Software entwickelt wird. Ja. Andererseits ist es aber auch so, dass wenn der Hersteller mal nicht da ist, niemand mehr diese Software warten kann. Und der ist dann weg und dann ist auch sozusagen die Chance, an einen Patch zu kommen, falls mal eine Lücke auftaucht durch zum Beispiel Reverse Engineering, ist dann auch dahin. Aber dafür ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Hersteller bleibt, solange die Software erfolgreich ist, relativ hoch, weil es immer einen Grund gibt, sozusagen mit ihm Verträge einzugehen und von ihm Dienstleistungen zu holen. Es immer einen Grund gibt, mit ihm in einen Vertrag zu treten, von ihm Dienstleistungen einzuholen, ähnlich wie bei dem, also hier vor dem Teil, vor dem ich stehe, ja, ähnlich wie hier bei Open Source, gibt es natürlich einen guten Grund, mit so einem professionalisierten Dienstleister ein Vertragsverhältnis einzugehen, um weiterhin eine gut gewartete Software zu bekommen. Genau. Und das ist so im Groben das Spannungsfeld, in dem es sich bewegt. Jetzt habe ich vorhin